Diesmal ein ganz bekannter Algorithmus, der DBSCAN, einmal visuell dargestellt. Wie funktioniert der eigentlich? So, sehen wir uns mal den DBSCAN-Algorithmus an. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben zufällige Datenpunkte, oder Datenpunkte eines Datensatzes, und der DBSCAN-Algorithmus, der hat zwei konkrete Parameter. Und zwar, wie viele Punkte müssen mindestens in einem Cluster sein? Und das zweite ist ein Epsilon. Das ist der Radius, wie weit zwei Punkte auseinander sein dürfen. Und wir wählen aus dem Datensatz einen zufälligen Punkt aus und ziehen einen Kreis um diesen Punkt, und der Kreis hat den Radius Epsilon. Und nun ist es so, dass wir alle Nachbarn, die in diesem Kreis sind, uns zählen, und dann sagen wir, okay, wenn mindestens diese Min-Points erreicht sind, also mindestens vier Punkte da sind, dann kommen diese Kreise, diese Punkte in diesen Cluster hinzu. Wenn wir, das sind jetzt die Core-Points, die Kernpunkte, und dann setzen wir diesen Kreis um jeden Kernpunkt und machen das gleiche wieder. Also wir schauen, gibt es hier entsprechend viele Nachbarn, gibt es hier einen Punkt, den wir noch nicht angesehen haben, und wenn ja und genügend Nachbarn da sind in diesem Radius, dann wird der aufgenommen. In diesem Fall nicht. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, sehen wir wieder, hier sind wieder einige Punkte als Nachbarn in dem Kreis, und wir sehen auch, dass mindestens vier da sind, also nehmen wir diese Punkte in diesen Cluster auf. Das wären neue Core Points. Ja. Und so geht der Algorithmus durch und analysiert alle Punkte, die gerade in den Cluster drinnen sind und die wir noch nicht angeschaut haben. Die nimmt er dann entsprechend geht er durch mit dem Epsilon-Radius, und wenn wieder neue Punkte drin sind und mindestens vier Punkte in dem Kreis enthalten sind, dann nehmen wir den Punkt entsprechend in diesen Cluster auf. In diesem Bereich zum Beispiel sagen wir, okay, der Dom passt nicht, der ist nicht im Kreis, dann lassen wir ihn einfach aus. Der wäre im Kreis, aber es sind nicht vier Punkte enthalten im Kreis, also es sind nicht mindestens vier Nachbarn enthalten, also lassen wir auch diesen aus. Und voilà, der erste Cluster ist fertig. Nun suchen wir wieder einen zufälligen Punkt aus an den Datensatz, den wir noch nicht besucht haben, und ziehen wieder den Kreis rundherum und machen das gleiche wieder. Jetzt bekommen wir einen neuen Cluster und besuchen wieder ganz fröhlich die ganzen Nachbarn. Alle, die wir aufgenommen haben und noch nicht besucht haben, werden besucht. Wenn mindestens vier Punkte vorhanden sind, dann und nur dann nehmen wir diese neuen Punkte auf. In diesem Fall jetzt nehmen wir den blauen Punkt nicht auf, denn dieser blaue Punkt ist bereits in einem Cluster vorhanden, den hatten wir schon mal, also lassen wir diesen, wie er ist, und gehen zu einem nächsten Punkt weiter, den wir noch nicht verwendet haben, und schauen, ob wir wieder Punkte in den Cluster aufnehmen können. Und wieder haben wir einen Cluster fertig. Und jetzt in diesem Fall, wenn wir wieder einen zufälligen Punkt nehmen aus dem Datensatz, den wir noch nicht hatten, dann stimmt die Regel in dem Fall nicht, dass wir mindestens vier Punkte brauchen, und sie bleiben übrig. Die, die jetzt übrig geblieben sind, das sind sogenannte Ausreißer, Outliner, die bleiben dann unberührt, und so wird der Algorithmus zum Beispiel eingesetzt, um Noise Reduction zu machen, also Rauschen zu entfernen, Ausreißer aus dem Datensatz vielleicht zu entfernen, das heißt, die könnten wir jetzt einfach ignorieren. Ja, ein einfacher Cluster-Algorithmus. Quadratische Laufzeit, wenn wir ein bisschen optimieren, werden wir schneller, aber das war's auch schon.